Das Gute ist, Catch Me ist in ganz tollen Händen, ihr geht super. Und ich hatte eine unglaublich tolle Zeit mit ihr, vor allem das letzte Jahr war unglaublich. Ich bin vorhin hier abgeritten und da kamen dann nochmal die Bilder vom Nationenpreis vom letzten Jahr. Ja, und da kam die Gänsehaut wieder, das war unglaublich. Da spürt man die ganze Liebe, die Leidenschaft, die unterwegs sein muss, wenn man erfolgreiche Reiterin auf diesem Champions League-Niveau sein möchte. Gibt es noch Kontakt zu dem Stall? Catch Me ist ja nach Tschechien gegangen, zu Anna Kellnerova. Hat man da Kontakt telefoniert? Trainiert man? Weiß man, wie es Catch Me geht? Ja, auf jeden Fall. Ich verfolge das mit Catch Me. Catch Me geht super. Sie ist, wie gesagt, in ganz tollen Händen. Ich blicke immer unheimlich gern auf die Zeit, die Erinnerungen zurück. Vor allem, wie gesagt, der Nationenpreis. Wie ihr mit uns mitgefiebert habt, das war unglaublich. Und ich glaube, das werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen. Und ich bin unheimlich froh und dankbar, dass ich auch dieses Jahr wieder dabei sein kann. Leider eben ohne Catch Me. Aber ich bin optimistisch. Ich habe eine tolle neue Truppe. Die sind alle relativ unerfahren. Das wird natürlich schon eine Herausforderung hier. Aber wir sind alle motiviert und ich freue mich, wie gesagt, dass ich da sein darf. Und du hast ja heute Morgen, heute Nachmittag auch schon hervorragende Leistungen gezeigt. Man darf durchaus zufrieden sein. Fehlerfrei, das heißt ohne Abwurf zumindest unterwegs. Ein kleiner Zeitfehler. Aber das ist eine gute Bilanz für den Start. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin Banto Baluya eben geritten. Er ist toll gesprungen. Ja, wir haben trainiert für morgen für den Preis von Europa. Wir werden natürlich alles geben. Mal sehen, was das bringen wird. Aber wir sind motiviert.